ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Rumpeltours. Wir sind gerade in der Nähe von Antalya zum Klettern. Immer mal was Neues probieren, das machen wir ja ganz gerne. Ja, wir hatten eine schöne Zeit erst in Griechenland, haben noch ein paar schöne Wochen in der Türkei und dann geht es so langsam weiter. Omi ist geklettert. Ganz weit nach oben. Und André ist noch dabei, um hochzukommen. Ja, finde mal einen Griff. Hast du einen Griff? Für die andere Hand auch noch? Ja, da. Ja, komm. Der ist richtig super. Und jetzt guck für deinen Fußplatz hier. Mach das hier so. Ja. So, jetzt bist du da, wo du hin wolltest. Jetzt kannst du die Echse kurz anfassen und dann gehst du runter. Dann machst du jetzt Tipp und Tipp. Das ist dein Sieg. Yay! So, und jetzt kannst du wieder runtergehen, ne? Popo nach hinten. Füße gegen den Fels. Ich sehe hochgeklettert. Wir bitten um etwas Seil. Mehr Seil? Seil? Stell einfach nur einfach so gegen. Guck, einfach so. Ups. Siehst du mal nämlich eine Schere mit hoch? Und lass da oben los. Ende loslassen? Alles loslassen. Ja, den Knoten hat sie. Genau. Ah, das so. Und Knoten festhalten. Super. Und jetzt wieder mit dem Füße schön gegen den Fels und die Popo nach hinten. Guck, ich ziehe. Da muss dein Popo hin und die Füße bleiben da vorne. Ja, wir bitten um Seil. Das ist so in der Wand laufen. Wenn du die runterlässt, wie sollst du das machen? Ne? Genau, ja. Wow. Super. Genau. Ui, das ist so klasse. So das ist richtig sein. Gut. Ups. Ja, super. Genau so geht das. Jetzt hat sie es. Ja, super. Hui. Warte, jetzt helfe ich dir, damit es nicht piekst. Ui. Warte, ich helfe dir ein bisschen, ich helfe dir ein bisschen. So, jetzt kannst du wieder alleine machen. Wow. Super. Hups, hups, hups. Hups, hups. Papa nimmt dich. Ah. Klasse! Das war jetzt das erste Mal richtig gehüpft. Und jetzt ist weiter rechts. Ich nehme lieber einen Stock. Oberhalb dafür. Der Echse. Höher als die Echse. Da ist ein Spalt. Ja, komm. Den habe ich nicht mehr los, bekommen. Los, gerade hoch. Lass los. Nicht so fest. Ja, das ist doch egal. No. Jawohl! Ah, du Drecksack! Komm, andere Hand dazu. Oben drüber. Nimm die andere Hand hoch da. Und dann kann ich dort machen. Doch. Wenn ich diesen Stock an der Hand habe, dann kann ich ihn nicht dort machen. Ja, da ist... Oh! Jetzt bist du zufrieden, ne? Nein, auch nicht. Ich bin ja nicht garstig. Das macht Spaß, ey. Wunderschönen guten Morgen. Anstrengender Aufstieg liegt hinter uns. Und die nächste Kletterwand liegt vor uns. Auf geht's. Fürs Protokoll, eben ist er bei dem Versuch da einzuhängen mal schön so ungefähr, ich würde sagen 4, fast 5 Meter runtergegangen. Das war eben der zweite Versuch. Hier Latrinen. Alle interessieren sich doch immer so für Latrinen und für wie Leute auf Toilette gehen. Hier sehen wir jetzt, wie die Römer das getan haben.
also nicht die Römer, sondern die Epheser. Das waren schon die Römer und die Griechen, ne? Ja, ja, schon. Aber wo denn nur? Die Latrine. Du musst das nochmal sagen, ich hab nicht gefilmt. Oh, Hundekacken. Nicht mit Aussicht, aber mit Unterhaltung. Ob das gestunken hat? Es muss so dermaßen gestunken haben. Wie viel, zähl mal durch, wie viel sind denn das? 3, 7. Das sind immer 3 pro Block, ne? 16, 19, 22, 25 Klos. Nebeneinander. Ja, habe ich doch mitgezählt. Achso, 25 Klos. Schön. Man muss ja bedenken, diese Stadt. Wo bin ich da reinfallen? Das ist nass. Das hatte zwar 100.000 Einwohner, ne? Ja. Ja, aber ob ich jetzt wirklich kuscheln möchte beim Kacken? Das war früher so. Denn man hatte dann nicht so einen Scheu. Ja, hier hast du Rodelkacken gemacht. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall jede Menge. 49 Klos. Wir waren ja auch noch. So, jetzt nochmal korrigierte Zahl: 49 Toiletten. Mit das, Beinkuscheln. Ob das abstandstechnisch nicht so viel. Ja, vielleicht waren die Menschen früher tatsächlich noch kleiner. Ob es gestunken hat? Hat jemand gefallen? Nein, das war Polizei. Ja. Dann geht es den einen gut, ne? Es sind nur 4 Stück verletzt. Ja, alle verletzt. Ich böse Haare. Das ist halt schade, dass sie nur in diesem kleinen Becken schwimmen. Das ist bestimmt langweilig. Ja. Hast du gesehen? Ja. Luft geholt. Wie ist das angehört hat. Die haben die Arme noch oben auf die. Wo sind wir hier und was machen wir? Vielleicht kommt sie wieder gleich zum Atmen an die Luft. Wir sind im. Da oben. Schildkröten Rescue Station. Vielleicht kommt sie gleich wieder zum Atmen an die Luft. Schau mal, guck. Ja. Die ist aber auch riesig. Das war ein Propeller von einem Hubschrauber. Naja, so richtig sehen wir den Unterschied auch nicht. Ich glaube, da hat sich eine Schildkröte verletzt. Und so einfach könnte es sein. Ja. Mit diesen Käfigen für Propeller ließe sich das ganz einfach vermeiden, dass sie da reingeraten.